Als weiteres Bauelement der modernen Leistungselektronik wollen wir uns jetzt den IGBT anschauen. Was heißt das zunächst mal? IGBT ist eine Abkürzung, die steht für Insulated Gate Bipolar Transistor. Und wir können uns vereinfacht vorstellen, der IGBT ist eine Kombination aus einem Leistungs-MOSFET oder Kombination aus einem MOSFET und einem bipolaren Leistungstransistor. Warum macht man das? Im Prinzip will man die guten Eigenschaften, die beide Bauelemente haben, miteinander verbinden. Es gibt nämlich gerade bei dem Leistungs-MOSFET ein Problem. Das heißt, historisch gesehen ist der IGBT entwickelt worden nach dem Leistungs-MOSFET. Und Leistungs-MOSFETs haben ein Problem, wenn man sie auf hohe Spannungen auslegt. Das heißt, Leistungs-MOSFETs mit einer hohen Durchbruchsspannung der Drain-Source-Strecke erfordern eine niedrig dotierte N-Schicht, um die Sperrspannung aufzunehmen. Tatsächlich hat sich da was getan in letzter Zeit. Die sogenannten Superjunction-MOSFETs brauchen nicht ganz so niedrig dotierte Schichten, aber haben trotzdem ein ähnliches Problem. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt hier eine hohe Sperrspannung benötigen, typischerweise sind es jetzt im Bereich ab Spannung größer von 800 Volt, wenn wir uns auf Silizium-MOSFETs beschränken und nicht Siliziumkarbid oder andere Materialien betrachten, dann bedeutet das, diese niedrig dotierte, was soll das eigentlich heißen? Dass diese niedrig dotierte N-Schicht gleichzeitig dazu führt, dass der Einschaltwiderstand größer wird. Das heißt, der Einwiderstand dieser RDS-On wird größer, wenn wir das Bauelement auf eine höhere Sperrspannung auslegen. Und dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir bei Sperrspannungen von einigen 100 Volt, so ab 700, 800 Volt, bei Leistungs-MOSFETs dann in den Bereich kommen, wo wir nicht mehr im Milliohm-Bereich sind, sondern einige 100 Millionen bis wenige Ohm an Widerstand haben und deswegen hohe Verluste kriegen. Und dieses Problem versucht der IGBT zu lösen. Das heißt, die Lösung durch den IGBT besteht darin, dass wir ähnlich wie bei der Diode eine bipolare Leitfähigkeitsmodulation nutzen. Das heißt, wir haben an der Stelle nicht mehr einen unipolaren Stromfluss wie beim MOSFET, sondern wir haben Ladungsträger verschiedener Arten, Löcher und Elektronen, die an dieser Stelle zum Stromfluss beitragen und kriegen dadurch niedrigere Durchlassspannung bei höheren Sperrspannungen oder bei Bauelementen, die höhere Sperrspannungen haben. Das ist also die Idee des IGBTs. Wir kombinieren sozusagen ein bisschen die Eigenschaften von MOSFET und Bipolartransistor, nutzen bewusst eine bipolare Leitfähigkeitsmodulation, so ähnlich wie bei der PIN-Diode, wo wir das gesehen haben, dass wir ein niedrig dotierte Schicht überschwemmen mit Ladungsträgern aus benachbarten hochdotierten Schichten, um die Leitfähigkeit anzuheben, kriegen dann niedrige Durchlassspannungen, auch wenn wir die Bauelemente bei höheren Sperrspannungen auslegen, haben aber weiterhin eine einfache Steuerung durch ein elektrisches Feld wie beim MOSFET. Das heißt, auch hier keine statische Ansteuerleistung, sondern wir brauchen auch wiederum bloß dynamische Ansteuerleistung. Wo sind die Hauptanwendungsgebiete des IGBTs? Das heißt, worin unterscheidet er sich auch da diesbezüglich von dem Leistungs-MOSFET? Das ist zum einen sozusagen klassisch alle Motorsteuerungen für Drehstromantriebe, Frequenzumrichter, wo wir insbesondere hohe Spannungen haben und für Stromversorgung und andere Anwendungen im mittleren bis hohen Leistungsbereich. Das heißt, wenn wir mit den Leistungen über einige kW hinausgehen,
Dann werden wir eher IGBTs einsetzen. Das heißt, verglichen MOSFET IGBT. IGBT mit Sicherheit das Bauelement, was wir heutzutage einsetzen, bei Spannungen deutlich über 600 Volt und bei sehr hohen Strömen. MOSFETs eher das Bauelement, was wir einsetzen bei Spannungen bis 600 Volt, bei niedrigeren Spannungen eventuell auch mit höheren Strömen. Und im Zwischenbereich, so zwischen 300 und 800 Volt, kann man teilweise beides ansetzen, wobei bei niedrigeren Leistungen häufig MOSFETs eingesetzt werden, wenn man eine höhere Schaltfrequenz haben will. Und bei höheren Leistungen würde man dann IGBTs einsetzen.